Jahrzehnten prägen die Werke einer Künstlerin die Performance- und Filmkunstszene im In- und Ausland. Um ihr Schaffen zu würdigen, werden der geborenen Linzerin Wally Export nun unter dem Titel Zeit und Gegenzeit zwei große Ausstellungen gewidmet, die zeitgleich an beiden Häusern residieren. Im Wiener Belvedere und im Lentos Kunstmuseum Linz. Wir wollten keine klassische Retrospektive machen, weil uns das zu traditionell vorkam, gerade auch im Hinblick auf das Werk. Und gleichzeitig haben wir die Arbeiten gesichtet und eigentlich festgestellt, dass die letzten 20 Jahre für viele noch nicht so präsent sind, wie vielleicht ihre frühen konzeptuellen Arbeiten oder auch die feministischen Arbeiten. Und insofern haben wir gesagt, das stellen wir in den Fokus. Und dann haben wir natürlich auch frühere Arbeiten, es macht immer keinen Sinn, so Schubladen zu gestalten. Und wie Sie sehen, wir haben ja auch Zitate praktisch schon früher Namen, die aber bewusst ausgewählt dann in Ergänzung zu den Jüngeren. Und wir stehen ja gerade eben auch vor einer Arbeit, die sie erst 2002 gemacht hat. Die Köpfe heißen Heads Aferese. Und Aferese heißt, dass etwas fehlt. Dass etwas fehlt in ein Wort, das kommt auch von der Literatur, in ein Wort, zwei Buchstaben, die Nachsilbe, die Vorsilbe etc. oder was. Und hier fehlen die Sinne, hier fehlt das ganze Gesicht. Und wenn man aber diese Köpfe betrachtet, kann man dann, und es fehlt die Identität natürlich damit, und wenn man die Köpfe betrachtet, kann man etwas darauf projizieren. Man kann auf die Köpfe drauf projizieren, Visionen, Utopien, Fantasien oder wirkliche Gesichter oder wirkliche Sinne. Das ist der Sinn der Arbeit. Heute ist Video- und Projektkunst nichts Ungewöhnliches mehr. Und kaum ein Museum schreckt noch davor zurück. Als Wally Export in den 1960er Jahren neue Medien verwendete, waren sie aber wirklich noch neu. Video ist sehr interessant, weil es kann zum Beispiel wiederholen, es kann zeitversetzt Bilder präsentieren. Also durch die Surveillance, die Überwachungstechnik, kann ich auf einmal mir selber zeitversetzt in einem Videobild begegnen. Wie zum Beispiel hier in der Ausstellung, in der Arbeit Split Video Mobile. In und neben ihrer Arbeit hat sich Wally Export immer wieder als Kämpferin herausgetan. Als Kämpferin gegen gesellschaftliche Zwänge und Konditionierungen. Auch gegen eine starre Rollendoktrin der Frau. Wally Export ist sich immer treu geblieben und das ist bis heute so. Wenn Sie sagen, früher war Wally Export eine Kämpferin, dann sage ich, ja, sie ist es heute auch noch. Aber es sind heute im beginnenden 21. Jahrhundert andere Mittel die richtigen, als es vor 40 oder vor 30 Jahren waren. Wir stehen hier vor einer Arbeit, die mit der Stimmritze zu tun hat. Und sie sagt zum Beispiel, die Stimmritze, die Glottis, die ist ja gleich bei allen Menschen. Aber lange haben Frauen keine Stimme gehabt, keine Sprache gehabt. Und sie sagt, an sich ist es ja nicht so, als wäre heute jetzt alles in Wohlgefallen aufgelöst, sondern es gibt ja immer noch Ungleichbehandlung. Glauben Sie, dass die Gesellschaft sich jetzt schon so weit verändert hat, dass zumindest die Rolle der Frau eine ist, die man immer umkämpfen muss? Nein, das ist überhaupt nicht passiert. Nein, das ist noch vollkommen da oder was. Im Gegenteil, es geht da manchmal sogar wieder zurück oder was. Nein, dieses Ziel ist noch lange nicht erreicht und wird noch sehr viel Arbeit brauchen, sehr viel Einsatz. Gleichzeitig mit der Ausstellung von Wally Export wird im Lentos Kunstmuseum die Arbeit einer anderen Künstlerin eröffnet. Während sich Export mit der Rolle eines Menschen innerhalb der Gesellschaft beschäftigt, fragt sich Uli Aigner nach den Strukturen einer gesellschaftlichen Einrichtung, dem Museum. Das Museum selbst, ist es noch neugierig heute? Ich glaube, es hängt zusammen mit der Offenheit von der Stella Rollig, dass sie sich wirklich bereit erklärt, zuzuhören und dass sie nicht auf vorgefertigte, abgesicherte Positionen setzt, sondern dass sie offen ist, dass sie einfach der aktuellen Kunstentwicklung, dass sie da informiert ist. Ja, und dass sie vor allem alles auch immer in Frage stellt, also oder sich in Frage stellen lässt, auch ihre Arbeit selber in Frage stellen lässt. Das Museum ist neugierig und es muss auch neugierig sein. Eigentlich geht es immer darum zu erfahren, was denken die Menschen von dem, was hier im Museum passiert. Ja, da geht es jetzt nicht um einen Populismus, also irgendwie den Künstler auszustellen, den die meisten Leute kennen. Aber trotzdem, was kann das Museum heute geben? Was kann es anregen? Was kann es erzielen mit dem, was ausgestellt wird, mit dem, was hier passiert, mit dem, wozu wir einladen? Das Museum bleibt also neugierig.
Und mit diesem Aufgebot an vielfältigen Kunstschaffen kann ihm auch nur eines gelingen: die Menschen genauso neugierig zu machen.